Kurz bevor das Training in der Hermann-Giesler-Halle losgeht, trafen wir uns mit Yves Grafenhorst, um gemeinsam auf eine kleine Zeitreise zu gehen. In unserem Archiv haben wir diese DVD gefunden und mit ihr gehen wir genau 10 Jahre zurück. Heute, am 20. Dezember, geschah vor einem Jahrzehnt das fast Unmögliche. Die Rede ist vom legendären Kiel-Spiel 2006. Über 6000 Wunderkerzen versetzten die Getik-Arena, damals noch Bördelandhalle, in eine zauberhafte Stimmung. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass dieses Spiel in der Clubgeschichte eine ganz wichtige Bedeutung haben wird. Nachdem der SCM ein paar Tage zuvor zu Hause gegen Flensburg mit 29:34 verloren hatte, sollte gegen den THW Kiel eine Wiedergutmachung her. Aber der SCM startete auch in diesem Spiel nicht gut in die erste Hälfte. Das sollte sich aber sehr schnell ändern. Hier die Aufnahmen der ersten 10 Spielminuten von vor 10 Jahren. Steffen Stiebler, Fabian van Olfen und Yves Grafenhorst gehörten zum damaligen SCM-Kader 2006-2007. Mit Yves Grafenhorst schauen wir uns gemeinsam das legendäre Spiel nochmal an. Weil Handballlegende Stefan Kretschmer sich zuvor verletzt hatte, bekam der damals 22-Jährige von Beginn an seine Einsatzzeit. Mit insgesamt 9 Treffern war ausgerechnet er noch der beste Torschütze in diesem Spiel. Im Originaltrikot von vor 10 Jahren und mit Spielaufnahmen erlebt Yves diese Partie noch einmal. Man merkt halt sofort wieder, wie Emotionen halt hochkommen, wie Gänsehaut entsteht, wie Glücksgefühle irgendwo auch wieder entstehen. Und ja, dieses Spiel verbindet so emotional schon einiges, was man in der Getik Arena erlebt oder damals noch Bölandhalle erleben durfte. Zur Halbzeit lag der SCM noch mit 2 Toren zurück, was aber dann geschah, konnte wohl niemand erahnen. Ja, einmal muss man halt auch erwähnen, dass ein Jahr zuvor unsere derbste Niederlage in Kiel mit 54-34 nicht allzu lang zurücklag und wir irgendwo als Mannschaft, auch wenn wir einen neuen Trainer damals hatten mit Bogdan Venter, dass man sowas nicht so schnell vergisst und da galt es natürlich auch irgendwo so eine gewisse Scharte auszuwetzen. Und dass sowas in einem Spiel entsteht, also zur Halbzeit lagen wir ja nur 18-16 zurück. Und dann in der zweiten Halbzeit so ein Wahnsinnslauf mit einem ganz verrückten Silvio Heinefetter hinten drin, der nur 6 Bälle kassiert hat und eigentlich alles gehalten hat. Dass dann so ein Rausch entsteht und irgendwo auch so ein paar Rachegelüste für das Spiel ein Jahr zuvor, das konnte, glaube ich, in der Halbzeit noch keiner erahnen. Gerade wenn ich hier mir das nochmal angucke, wer da alles gespielt hat, das ist ja unfassbar. Mit Karabatic, Löwgren und auch 3 Weltklasse-Torhütern, Omaier, Fritz und Andersen, die auch alle 3 gespielt haben in dem Spiel. Das ist schon unbeschreiblich. Und da kann ein Trainer, wenn man mit 2 Toren in der Halbzeit zurückliegt und weiß, die Halle ist da, die auf jeden Fall da war, die auch wieder der 8. Mann war, dann muss man als Trainer ein bisschen an Stellschrauben drehen, aber man muss nicht cholerisch werden. Man versucht vielleicht taktisch noch ein paar Dinge zu verändern, die in der ersten Halbzeit noch nicht ganz gut geklappt haben. Und ansonsten motivieren muss man in dem Spiel, glaube ich, auch keinen Spieler zu Hause, wenn die Halle da ist. Also wenn du in der Getik Arena merkst, dass die Zuschauer auch von Anfang an dabei sind und dich so durch das Spiel tragen und ausverkaufte Halle, alle sind heiß und wollen auch dich zum Sieg schreien, dann wird das Ganze auch ein bisschen einfacher, denke ich. Leute sprechen dich da auch nach einer ganz langen Zeit noch drauf an und es ist mittlerweile 10 Jahre her und ich glaube, alle, die dabei waren, haben dieses Spiel nicht vergessen. Am Ende gewann der SCM mit einem 15-Tore-Vorsprung gegen den THW Kiel. Der legendäre Spielstand 39-24 bleibt unvergessen. Noch heute wird das Spiel bei Auswärtsfahrten oft angeschaut. Unsere letzte DVD vom legendären Spiel haben wir bei dieser Gelegenheit von Yves signieren lassen. Man weiß ja nie, wozu man sie noch gebrauchen kann.